Freiheit verpflichtet. Es gibt für uns im Innern nur einen Weg, den Weg des Rechtsstaates, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt für uns in der Welt nur einen Platz an der Seite der freien Völker. Unser Ziel ist, in einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes Deutschland. Adenauer gibt das Auswärtige Amt an Heinrich von Brentano ab. In Paris erklärt der Kanzler den Beitritt der Bundesrepublik zur NATO. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch die kommunistisch regierten Staaten des Ostblocks war die Nordatlantik-Organisation ihrer Zielsetzung entsprechend gezwungen, eine militärische Streitmacht zum Zwecke der gemeinsamen Verteidigung für die Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten und letzten Endes zur Erhaltung des Weltfriedens aufzubauen. Die Reaktion des Ostens lässt nicht lange auf sich warten. Am 14. Mai unterzeichnen Vertreter Albaniens, Bulgariens, Polens, Rumäniens, Ungarns, der Tschechoslowakei, der UdSSR und der DDR in Warschau den Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand. Das Abkommen konstituiert das östliche Militärbündnis, den sogenannten Warschauer Pakt. Jetzt sind die beiden Lager nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch militärisch klar voneinander getrennt. Am 9. September fährt ein Sonderzug aus Bonn in Richtung Sowjetunion. Zur selben Zeit starten vom Kölner Flughafen zwei Maschinen mit dem Ziel Moskau. In der einen Maschine sitzt Kanzler Adenauer, in der anderen Außenminister von Brentano. In dem Sonderzug sitzt eine 70-köpfige Delegation. Adenauer wird mit seinen wichtigsten Beratern im Moskauer Hotel Sowjetskaja untergebracht, einem der größten und geschmacklosesten Bauten im stalinistischen Zuckerbäckerstil.